Der Tübinger Straße. Wir sind zum Verkehrsunfall unklarer Lage um 22.24 Uhr alarmiert worden. Vorgefunden haben wir zwei verletzte Personen, die wir erst versorgt haben, mehrere beschädigte Fahrzeuge. Im Moment beschränken sich die Maßnahmen auf Ausleuchten der Einsatzstelle für die Polizei, dem Brandschutz sicherstellen sowie bei einem Fahrzeug dem Abpumpen der Betriebsstoffe. Ich denke, sobald die Polizei ihre Unfallaufnahme abgeschlossen hat und der Abschlepper eingetroffen ist, können wir die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und einrücken. Wir sind im Moment mit 4 Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort. Und mein Wagen ist auch betroffen von dem großen Unfall hier. Und habe zwar nichts mitgekriegt, mein Sohn hat mich angerufen, dass der Wagen kaputt wäre, Unfall passiert ist. Bin halt hochgerannt, wohne 200 Meter entfernt von hier. Ja, und jetzt bin ich halt mitten im Geschehen. Haufen beschädigte Autos. Auch unter Haufen, halt 5, 6 habe ich gezählt. Vielleicht hat es mehr oder weniger, keine Ahnung. Ich kann dazu nichts sagen. Aber es sieht wirklich nicht gut aus. Und als ich herkam, lag eine Person auf dem Boden. Wahrscheinlich der Verursacher. Und muss schon schnell gewesen sein, der Unfallverursacher. Ja, ich habe mir das mal kurz angeschaut. Hinten der Kofferraum und Stoßfänger ist heftig eingedrückt. Und man riecht halt Benzin, Treibstoff, aber mehr weiß ich auch nicht.